Lilo, letztens habe ich ein interessantes Video gesehen, da dachte ich, hey, das ist so ein Verschwörungsszenario. Ich dachte mal, ich mache mal meine Version davon. Aber so mit nachvollziehbarem Hintergrund. Also jeder spinnt sich ja was zusammen. Es geht um Linux, Sicherheit und die NSA. Und was ich mir so denke, machen wir heute mal. Wir gehen mal hier unter Linux mal auf diese Seite. Gut. Allgemein würde ich sagen, Hopfen und Malz ist schon lange verloren. Warum dieses? Ja, auch unter Linux oder vielleicht gerade unter Linux. Warum? Ja, es gab schon immer interessante Ziele für NSA und Spione. Im Allgemeinen, was sind das? Server, Webserver. Ne? Und die gibt es schon ewig lang und waren schon immer interessant. Warum? Weil da viele Brocken drauf sind, die andere haben wollen, nämlich halt die entsprechenden Spione. Und wenn man sich so anschaut, wie zum Beispiel das Internet aufgebaut ist und welche Server zum Einsatz kommen, dann ist es wahrscheinlich, dass man schon von Anfang an versucht hat, auf solche Server zuzugreifen und die entsprechenden vorbereiteten Maßnahmen schon bestimmt schon seit 20 Jahren getroffen wurden. Und man kann mit Sicherheit jeden Webserver sich anschauen, wenn man denn will, zumindest die Geheimdienste. Man sieht es in letzter Zeit auch, dass diverse Schnittstellen oder Module Probleme haben. Aber ich denke, wenn man sich mal genau betrachtet, vielleicht welche Server sind online, welches Betriebssystem läuft darauf wahrscheinlich und lief damals schon, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass Linux wahrscheinlich eines der ersten Systeme war, wo man geguckt hat, dass man darauf zugreifen kann. Und das wird man bis heute noch können, gehe ich von aus. Außerdem gibt es natürlich beim NSA, hier sind wir mal auf der NSA-Webseite, extra Seiten zum Beispiel. Die NSA beschäftigt sich natürlich intensiv mit Linux. Hier zum Beispiel trägt die NSA vorgeblich zur Sicherheit bei, indem es ein Security Enhanced Linux beisteuert, das sich dann unter anderem auch auf Android-Geräten und so weiter wiederfindet. Nun, hier liegt wahrscheinlich der Quelltext offen, gehe ich mal von aus. Es gibt auch einen Wikipedia-Beitrag. Es könnte also durchaus sein, dass, wenn man sich den Quelltext anschaut, dass man da nichts findet. Heißt aber nicht, dass da nichts drin ist. Ne? Ja. Gut, also wie gesagt, NSA und Linux kennen sich schon lange. Gut, wäre man jetzt paranoid, wäre man jetzt ganz geisteskrank und könnte man natürlich gucken, wo ist das überall schon drin? Ja. Red Hat, ne? Red Hat, Fedora, CentOS, Gentoo, OpenSUSE, ne? Habe ich letztens mal geguckt. OpenSUSE, Software- und Systementwicklung, ursprünglich Deutschland, liegt jetzt auf einem amerikanischen Server. Ubuntu und Debian, wenn man da mal den Links folgt, seit 2005. Also wie gesagt, ist drin das da. Ne? Ob da jetzt wirklich was drin ist, was die NSA mit Absicht als Sicherheitslücke eingebaut ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls gibt es da eine Verbindung. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja. Hier sieht man zum Beispiel 2005 SE Linux, das Security Enhanced Linux, kennen wir auch von Ubuntu her schon seit langem. Ja. Und da steckt halt die NSA dahinter. Ne? Muss aber nicht sein, dass speziell dieses öffentliche Projekt ein Problem hat. Denn wenn ich was Geheimes machen wollte, würde ich das bestimmt nicht so öffentlich machen. Was haben wir noch Schönes? Die NSA verlangte vom Linux-Erfinder eine Backdoor, interessant. 2013 kam das, ne? Da waren wir noch gar nicht so initialisiert, sage ich jetzt mal, auf diese ganzen Probleme. Da hat die NSA verlangt, über Umwege, dass da vielleicht mal eine Backdoor eingebaut werden sollte. Das könnte uns einen Hinweis darauf geben, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, Linux zu knacken. Sonst bräuchte man eine Backdoor nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht schon lange eine gibt. Ich vermute schon lange, ja. Ja. Dass man jetzt zusätzlich eine Backdoor reinbauen will, ist vielleicht nur ein zusätzliches Schmankerl, ja, dass man ganz vorne mit dabei ist. Gut, X-Keyscore, hier übrigens interessant, ne? Wer sich zum Beispiel auf das Tor-Projekt verlässt, der ist wahrscheinlich schon verlassen, beziehungsweise wird automatisch schon als Terrorist eingestuft. Interessanter Artikel
solltet ihr mal lesen. Also, was ich meine, Linux und Sicherheit, was die NSA betrifft, denke ich, Hopfen und Malz ist da schon lange verloren. Zur Sicherheit für den Privatuser, ne, ist es wahrscheinlich besser als Windows, weil es weniger virenanfällig ist. Was speziell die NSA betrifft, denke ich, Hopfen und Malz sind schon lange verloren. Und irgendwann kommt einer und sagt, das ist auch so, ne? Da brauche ich nicht warten, bis die Tagesschau kommt. Das wird so sein, weil speziell das Betriebssystem auch mittlerweile so komplex ist, ja, mit so vielen Unterprogrammen und Unterentwicklern, dass es wahrscheinlich reicht, einen irgendwo drin zu haben, der auf den meisten Linux-Distros zu finden ist. Und der wird dann gegen Bezahlung oder aus Patriotismus oder aus anderen Gründen sich bewegt fühlen, vielleicht weil er in den USA wohnt, da mitzumachen. Gut, ich denke, wir sollten uns nicht zu sehr auf die Software konzentrieren. Ich denke, dass Hopfen und Malz vielleicht schon verloren sind, bevor wir überhaupt ein Betriebssystem installiert haben. Wie komme ich darauf? Zum Beispiel kann man sich das mal hier so ein bisschen zusammenreimen. Gut, wir haben zum Beispiel UEFI, ne, Secure Boot und die theoretische Möglichkeit unbemerkt, bla bla bla. Wir haben also ein Betriebssystem, bevor das eigentliche Betriebssystem überhaupt gestartet wird, also unabhängig vom Betriebssystem. Weil wäre ich jetzt ein an ja, Daten interessierter und hätte alle Möglichkeiten der Welt, ne, wie die NSA, dann würde ich hier schon angreifen, ne, und macht ja dann auch Sinn. Ne. Betriebssystem direkt und unabhängig läuft es nebenbei. Ja, ja, läuft schon. Ja. Da kann Linux machen, was es will. Wenn unter der Haube schon hardwaremäßig Hopfenmalz verloren ist, dann nützt mir auch keine Software, die ich oben drauf mache. Zum Beispiel hier Secure Boot. Oder wir sehen zum Beispiel eine schöne Entwicklung bei Prozessoren wie ARM. Ja. ARM kennt ihr vielleicht von diversen Handy-Smartphones. Und da gibt es dann auch zusätzliche Betriebssysteme, an die ihr gar nicht ran könnt, ne, die ihr gar nicht adressieren könnt. Die sind mit drin, ohne dass ihr wisst, was es tut. Und das ist natürlich dann auch ein interessantes Ziel. Da brauche ich mich um Android selber gar nicht mehr kümmern. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Betriebssystem unter der Haube des Betriebssystems zu haben, dann nehme ich doch das, was die Leute nie sehen werden, ja, also Hardware, ne? Zum Beispiel am Beispiel nur UEFI, ne? Das wäre ein Chip auf der Hauptplatine, der in großem Maßstab, ja, verbreitet, vielleicht dann die Möglichkeit bietet, darauf zuzugreifen. Wenn der entsprechende Chiphersteller der günstigste auf dem Markt ist, werden das viele nutzen, und tut der Chip das, was er tun soll, vordergründig, dann wird man den auch kaufen und einbauen und in viele Systeme einbauen, wie zum Beispiel auch in Smartphones. Hm, da, gut. Oder zum Beispiel Grafikkarten. Grafikkarten sind ja auch nichts anderes als Computer, und zwar sehr, sehr leistungsfähige Computer. Manchmal nimmt man lieber Grafikkarten, ja, zur Berechnung oder zum Passwortknacken als den eigentlichen Rechner selbst. Also auf der Hauptplatine sind diverse Komponenten, die unsere Aufmerksamkeit benötigen. Sei es zum Beispiel eine Grafikkarte, die auch Prozessoren hat, genau das gleiche tun kann, aber aus unserem Blickwinkel möglicherweise verschwindet, weil wir denken, der macht ja nur ein Bild. Oder im Prozessor selbst ist schon was drin. Oder in anderen Chips ist was drin. Gut, solche Dinge fallen dann manchmal auf. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Hätte man also Einfluss auf einen Chip, der in großem Maßstab verbreitet wird, so könnte sich ein Quereffekt geben, der vielleicht nicht offensichtlich ist. Ne? Ja. Man könnte zum Beispiel einen Chip bauen, hier nur ein Beispiel, an einem Raspberry Pi, wo das mal aufgefallen ist, der zum Beispiel auf Licht reagiert. Ja. Könnte man beispielsweise bauen, ne, so dass man alle Geräte ausschalten könnte, indem man sie einem bestimmten Licht aussetzt. Ne. Ein Quereffekt, den man aber nur dann sieht, das Gerät funktioniert einwandfrei, wenn man ein bestimmtes Licht in einer bestimmten Frequenz
aussendet. Und wenn wir jetzt wirklich paranoid sein wollten, ja, ein Endzeit-Szenario, dann würde man doch dafür sorgen, dass ganz viele Lichter verbreitet werden, die Chips auf den Computern darauf reagieren und es verboten würde, andere Lichter als die zu nehmen. Ja, ist vielleicht so bei uns lange schon so aktiv. Ja. Können wir, das kann jetzt, ja, na, gut. Es darf zum Beispiel bei uns jetzt niemand mehr eine ganz normale Glühlampe nehmen, sondern ja, andere Alternativlichtquellen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine frei erfundene Geschichte jetzt natürlich. Und wenn auf unseren Computern Chips wären, die auf bestimmte Lichter reagieren, bräuchte man ja keinen direkten Zugang mehr. Ne? Man hätte einen direkten Zugang vielleicht über die Stromkraftwerke, indem man eine bestimmte Spannungsschwankung auslöst und schon würde Licht emittiert in einem bestimmten Bereich und es werden Tausende oder Zehntausende gleichzeitig mit diesem Licht befeuert. Ist natürlich Spinnerei und schon reagiert unser Computer anders oder schaltet sich komplett ab. Wie beim EMP-Impuls zum Beispiel, ist natürlich reine Fiktion, aber würde mich nicht wundern, ja, wenn sowas irgendwann mal komischerweise rauskommen würde oder dass unsere Kaffeemaschine immer dann eine Radiofrequenz aussendet, wenn unser Computer etwas Bestimmtes tut. Die beiden sind ja nur mit Strom verbunden scheinbar. Auch wenn in der Kaffeemaschine ein Chip wäre, der ähnlich wie DLAN mit meinem Computer kommuniziert, der darauf reagiert, wäre es theoretisch möglich, dass die beiden kommunizieren und die Kaffeemaschine, die ich vollkommen aus dem Blick verloren habe, dann plötzlich zum Sender wird und auf Radiofrequenzen, die längst veraltet sind, Informationen preisgeben. Das wäre natürlich reine Fiktion, aber theoretisch denkbar. Also, was ich damit bezwecken will, ist, schaut euch nicht so sehr die Software an, die meines Erachtens schon ja, infiltriert ist, und zwar schon seit langem. Unabhängigkeit vom Betriebssystem, Unabhängigkeit von einer Software-Backdoor. Ich denke, wir sollten unseren Fokus mal auf die Hardware legen. Denn wenn von der Hardware-Seite das Spiel schon verloren ist, dann braucht man sich nicht mehr um die Software zu kümmern. Das ist das, woran ich jetzt denke. Wenn also schon auf der Grafikkarte, wenn ich jetzt der Hersteller von einer Grafikkarte bin, könnte ich da alles Mögliche drauf programmieren, ja, und über die Schnittstellen der Grafikkarte, unter anderem HDMI, man kann ja mittlerweile auch ein Netzwerk, alles Mögliche kommunizieren oder Sendersignale aussenden auf Kommando, das von außen kommt, sei es über das Internet oder wie gesponnen über eine Glühlampe oder die Kaffeemaschine, die plötzlich dann das Gerät auffordert, etwas Bestimmtes zu tun. Ich denke, dass wir da unseren Fokus mal hin fokussieren sollten, ne, in die Richtung Hardware. Denn wenn auf der Hardware-Ebene alles schon verloren ist, dann brauche ich mich um die Software nicht mehr kümmern. Und ich denke, ein größeres Unternehmen wie die NSA hat da längst schon die Hardwarehersteller im Griff und die Software ist dabei nur noch ein kleines Schmankerl. Wäre also auf unserem PC ein kleiner, ja, irgendein kleiner elektronischer Baustein, auf den die NSA weltweit im Vertrieb allein Vertriebsrechte hätte, weil sie die billigsten auf dem Markt sind über Dritt- und Unterdrittfirmen, dann wäre dieser Baustein wahrscheinlich in jedem unserer Computer drin, irgendein Transistor oder weiß der Teufel was. Und sobald der ein entsprechendes Kommando gibt, wäre Hopfen und Malz verloren. Natürlich würde dieses kleine Bauteil mehr kosten. Und die NSA müsste eine Menge Geld investieren, um dieses Bauteil mit einem zusätzlichen, ja, einer zusätzlichen Funktion auszustatten. Aber es wäre theoretisch denkbar, ein lohnendes Ziel, Marktführer im Bereich LED oder Transistoren oder Grafikkarten zu sein, um die entsprechenden Bauteile weltweit zu verteilen, die dann auf Kommandos reagieren, die wir längst vergessen haben oder aus dem Blick verloren haben, wo wir dann erst später merken, dass dieses Bauteil eine andere Funktion hat
als es vorgibt. Ne? Als es vorgibt. Das wäre denkbar. Meine Bitte wäre, schaut nicht zu sehr auf die Software. Schaut euch lieber die Hardware an. Denn wer weiß schon, was alles so im Computer passiert. Das Ding ist mittlerweile so komplex, dass wir mittlerweile da wahrscheinlich den Fokus verloren haben. Es könnten sich darin Bauteile weltweit befinden, die auf Kommandos reagieren, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Sei es Licht, Infrarot oder über das Stromnetz bestimmte Frequenzen, die dann entsprechend Betriebssysteme aktivieren oder deren unbekannten Unterfunktionen, die dann auf Bedarf reagieren. Und hat man dann halt Zugriff auf die Firmen, die solche Prozessoren herstellen oder das Smartphone an sich, wie zum Beispiel das iPhone, vielleicht auch über Samsung oder Hersteller von Grafikkarten als Beispiel für komplexe Systeme, aber vielleicht auch viel kleiner, kleine Bauteile, die uns gar nicht so auffallen. Im großen Maßstab billig auf den Markt geschmissen, jeder baut sie ein, weil der Hersteller der billigste ist. Und schon hätte man weltweit sich vielleicht eine Möglichkeit geschaffen, Zugriff zu haben über Systeme, über die wir gar nicht mehr nachdenken, Netzteile oder Ähnliches, nicht wahr? Wir wissen ja mittlerweile, man kann ja auch über Stromnetz kommunizieren, WLAN und Ähnliches, funktioniert prima. Was im kleinen Maßstab funktioniert, geht wahrscheinlich auch über längere Strecken, ja, kein Problem. Oder mit Absicht eingebaut. Manchmal kommt so etwas versehentlich heraus. Hier gehe ich nicht davon aus, dass es ein absichtlicher eingebauter Funktion ist, sondern schlicht und ergreifend ein Produktionsfehler. Denkt an die Hardware, nicht an die Software. Und tschüss.